Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Ich will mal eben ganz kurz ein geschmackloses Reh kochen. Und dann können wir eigentlich auch direkt schon wieder loszotteln. Nur ein bisschen was zu essen brauche ich hier, ja. Und das Kaninchen. Und Abend, Sven und Sunbeam. So. Weil, ne, der Hunger drückt dann doch mal langsam. Doch komm, müssen wir jetzt essen. Essen wir erstmal nur das Kanin, das Reh nehmen wir mit. Dann haben wir noch was, wenn wir ankommen. Die Knarre hat er uns jetzt mitgegeben schon, ne? Die ich reparieren sollte. Wo würde ich die denn dann finden? Messer? Ich sehe es jetzt gerade gar nicht. Liegt das hier irgendwo rum? Ich sollte doch das Gewehr reparieren. Ach, was wir machen wollten, wir wollten ihn erstmal beklauen und dann reich beschenken. Genau, das hatten wir ja vor. Das machen wir auch. So, wir nehmen den getrockneten Kaninchenpelz an uns. Das findet er überhaupt nicht gut. Und wir nehmen das Schweinefleisch im Bohnen. Das findet er auch nicht gut. Ja, genau. Und dann nehmen wir, jetzt machen wir ein Freundschaftsangebot. Ach, das dürfen wir auch nicht nehmen. Da müssen wir mal aufpassen. Jetzt sage ich schön gut, jetzt ist er erstmal sauer auf mich. Ja, okay, dann machen wir das anders. Ich hoffe, der schmollt jetzt nicht so lange. Ablegen. Und was haben wir noch genommen? Ach, das Fell, ne? Denn das wollen wir natürlich für ihn, ja. Ja, okay, konnte jetzt keiner ahnen, dass der jetzt so launisch wird. Ich habe doch aber die Quest bekommen, die Waffe zu reparieren. Finde den Zugangswartungsplatz und gelange in den Reparaturschuppen. Tu alles, was nötig ist, in seinem Gewehr zu reparieren. Den Zugangswartungsplatz. Wo ist der denn? Der Zugangswartungsplatz. Versteckte Vorräte im Rätselsee. Hauspilz Pelzjägers. Hast du mein Gewehr repariert? Rätselsee verlassen. Ach, ich muss hier ganz weg. Echt? Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das ist ja ungünstig. Okay, was haben wir denn an Trinken? Können wir losziehen damit? Ja, wir müssen. Würde ich sagen. Wir nehmen noch ein paar Stöcker mit. Komm, gib mir. Das ist doch Holz da, oder nicht? Ich sollte nicht alles auf einer Stelle fallen lassen. I'm gonna have to leave something behind. Ja, ich weiß. Wir packen das draußen in die Kiste, das ist am besten. Dann muss das hier nicht so rumliegen. Da kommst du ja nicht drauf klar hier. Hier liegt ja auch noch Fleisch rum. Oh, das nehmen wir aber auch mit. Und das Beil und den Dosenöffner nehmen wir mit. Und wir wiegen jetzt unheimlich viel. Ich darf mich jetzt nicht allzu viel bewegen. Läuft überhaupt auf einem Ton? Ja, läuft. So, weh, ich komme noch später nicht mehr ran. Dann bin ich aber echt stinkig. So. Wo ist denn Stöcker? 55 Stöcker, alle umlagern. 6 Stoff, 29 Kilo. Ich wollte eigentlich noch. Nee, das Beil nehmen wir nicht mit. Doch, wir nehmen es jetzt erstmal mit. Brauchen wir das Werkzeug? Eventuell, ne? Damit wir eventuell was reparieren können. Und jetzt sind wir aber zu schwer. Das müssen wir uns mal leicht trinken gerade. Pass auf, dann können wir doch das gegarte Reh eben essen. Das bringt's alles nicht, ne? Was können wir denn nochmal hier lassen? Was wiegt denn so viel? Das ist alles sehr schwer. Grundlegende Dinge. Das ist ja keine Waffe, ne? Wir lassen das hier. Ich hoffe nicht, dass ich mich ärgern werde.
Gehen wir rüber. Ich führe rüber in das andere Haus, weil wir können hier mit ihm ja nichts mehr werden, Arne. Ups. So, und das hat geheißen, von hier, wenn der aus dem Haus kommt, einfach geradeaus. Ich vermute aber mal nicht da lang, sondern geradeaus hier rüber. Denke ich mir jetzt einfach mal, ne? Wir wollen jetzt möglichst... Ah, nicht sprinten, ey. Wir wollen ja möglichst schnell noch zur Eisenbahn und zu der Hütte kommen. Nein, weil da ist Licht da drüben ein Beil. Man hat mir, vielen Dank dafür, ich habe jetzt nicht beide Namen im Kopf, deshalb nenne ich gerade keinen, es sind mir zwei Leute geschrieben in dem Video, da lag ein Beil neben dem Ofen. Und ich habe mir die Stelle kurz angeguckt, habe mir jetzt aber offen gestanden nicht genau gemerkt, in welchem Haus. Ich kann mir vorstellen, in welchem Haus, nämlich genau in dem, wo ich hin will. Aber da ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, nehme ich es jetzt sicherheitshalber mit, bevor ich mich gleich blamiere. Und da muss ich den gesamten Shit mal rügen, weil das hat keiner von euch gesehen. Die haben echt gute Augen. Nee, an der... Was? An der... Ich will ja auch an der kaputten Hütte. Ich will ja auch gar nicht zu der kaputten Hütte. Da will ich auch gar nicht hin. Ich möchte möglichst auf direkten Wege zu den Gleisen kommen. Und ich glaube, dass das eventuell hier der kürzeste Weg ist. Außer, dass an der kaputten Hütte ja auch noch ein Wolf war. Den wollte ich auch umgehen. Wenn es denn irgendwie geht. Oh, hier liegen so viele Stöcker. Gucken wir mal. Und dann stürzen wir uns da drüber und dann kommen wir hoffentlich beim Gleis an, wenn mich mein Orientierungssinn jetzt nicht komplett verlässt. Ja, passt, hoffe ich. Ich will zur Eisenbahn, ja, aber ich muss ja nicht unbedingt an der kaputten Hütte vorbei. Das ist ein Weg, aber ich glaube, das ist ein leichter Umweg, weil ich will zur Eisenbahn und dann links ab. Und die kaputte Hütte ist ein bisschen weit rechts gewesen. Dann muss ich ja mehr laufen, als ich wollte. Toll, jetzt nähern wir uns ja doch fast wieder der Hütte an. Lass mich da doch hoch. Verdammt, wo ist denn jetzt die Eisenbahn? Was ist das denn? Da waren wir noch nicht, ne? Ich habe mich verlaufen. Namenloser Teich. Weißt du, wenn du in Gegenden bist, wo die Sachen noch nicht mal einen Namen haben, ne? I think I can use this. Nee, die lasse ich zurück, das nehme ich mit. Die hätte ich ja eh nur kaputt gemacht, um... Namenloser Teich. Bin ich jetzt vielleicht hier oben? Ich bin jetzt hier, ne? Ach, ich hätte ja nach Süden gemusst. Ich hätte ja gar nicht nach Norden gemusst. Ich dachte, ich müsste an der... Auch wie doof. Warum schleppe ich denn so viel Krams mit mir rum? Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Auch wie dumm. Da habe ich irgendwie ganz falsch gedacht. Ich dachte, ich müsste... Dann genau hinten am Staudamm entlang und dann... Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Weil wird bald dunkel. Immerhin ist mir nicht so richtig kalt. Ei, jetzt muss ich auf jeden Fall in die Richtung laufen. Und... keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Wir werden es mal sehen. Macht ja eine kleine Umweg, das... Wird sich gleich zeigen, wenn hier irgendwelche Bären und Wölfe auftauchen oder ich hier friere. Ist das da ein riesiger Felsen oder ist da... Sieht so aus, als wäre da ein
ein Eingang in der Mitte von dem Felsen, ne? Wie so eine Höhle. Guck mal da, genau geradeaus in der Mitte. Da hängt wahrscheinlich nur Schnee runter oder so. Ja, da hängt nur Schnee runter oder so. Aber mir gefällt das gerade gar nicht. Weil ich echt nicht weiß, wo ich bin jetzt. Was bist du denn hier? Ach, nur ein Stein, okay. Gefrorener Bach. Ja. Vielleicht überleben wir dank dem Unwetter ein paar Wölfe. Das ist etwas, was ich gerade nicht so gerne möchte. Nicht so, dass ich euch das nicht gönnen würde. Ja, da vorne läuft ja schon einer. Ganz klasse. Ein Kompass. Offen gestanden habe ich keine Idee, in welche Richtung ich laufe. Hier sind Kaninchen. Ich sag mal, leben und leben lassen, ne? Da ich nicht möchte, dass der Wolf mich fängt, möchten die Kaninchen bestimmt auch nicht, dass ich sie fange. Schau mal auf der Map, da werden die Orte eingetragen. Ja, nicht so richtig. Gefrorener Teich, namenloser Teich, gefrorener Bach. Oh, da oben sind wir jetzt. Oh, verdammt, sind wir einen Weg gelaufen. Oh Gott. Da bin ich aber mal eben über die halbe Map gerutscht, ne? Lass mich da bitte rüberkommen. Hier mal wirklich einen Umweg gelaufen. Gut, wenigstens werde ich jetzt nicht sterben. Was jetzt unpraktisch ist, ich glaube jetzt nicht, dass ich das ganz bis zum Süden schaffe und wieder zurück zum... Können wir versuchen. Aber ich gehe mal ganz kurz in die... Ich gehe mal ganz kurz in die Hütte, gehe mal kurz rein und wieder raus, damit er da einmal gespeichert hat. Ich komm nicht mal über die Schiene. Totaler Schwächeanfall gerade. Oh shit. Leute, da vorne rennt ja auch noch ein Wolf. Was ist denn hier los? Hier auch noch ein Hund. So, okay, jetzt haben wir wenigstens einmal gespeichert. Schaffen wir das darunter und wieder zurück? Ja komm, sonst haben wir gespeichert. Ja, geh, böse Tasse. So. Für nur ein Wirrer sicherlich. Kein Wolf in der Hütte, nie. Ey, hör bloß auf, das fehlt mir noch. Der rennt mir jetzt weit hinterher, oder? Wir tun einfach mal so, als wäre nichts gewesen. Ich habe Fleisch in der Tasche, das riecht hier natürlich auch. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Pelikan, aber... Ich bin jetzt ja echt ungern gelaufen. Aber ich glaube, das war gut. Wie weit kommt mir denn so ein Wolf hinterher, wenn man ein Reh mit sich rumschleppt und tot ist? Das ist die Frage.
Nee, ja, Waffe könnte man laden, aber der entlädt die dann auch wieder, ne? Ich kenne aber einen nervösen Abzug, ne? Wie lade ich die denn? Mit R, ne? Ich kenne meinen nervösen Finger. Und dann verschieße ich plötzlich Patronen, die ich gar nicht verschießen wollte. Ich überlege gerade, wann wird es denn so richtig dunkel hier? Beim Dunkel hier entlang ist auch doof. Wir haben noch einen guten Weg zurück. Wir sind ein bisschen müde. Wir werden auch immer müder, weil wir schleppen jetzt schon viel zu viel mit uns rum. Ja, lieber eine zu viel verschießen als im entscheidenden Moment. Aber ich schieße doch vorher schon zwei Patronen ab, dann habe ich keine mehr, wenn ich sie brauche. So sieht es doch aus. Schienentunnel. Okay, man kommt hier doch durch. Ich dachte erst, der wäre versperrt. Ich kenne das ja noch aus dem Survival-Mode. Ist ja interessant, wie er die immer wieder entlädt. Rätsel sie verlassen. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass wir das Gebiet wechseln müssen. Wenn mich nicht alles täuscht, ich kann mich gar nicht dran erinnern, müsste hier oben eigentlich eine Hütte sein. Aber nee, das ist jetzt wieder ein Gebiet, was ich nicht kenne. Ich glaube, das ist wieder so ein Gebiet, was ich nicht kenne. Nee, das sieht neu aus für mich. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich... Sie haben es doch umgebaut. Normalerweise, wenn man das Gebiet dahinter uns verlassen hat, ist man erst mal über so eine langgezogene Brücke gelaufen. Und dann am Ende kam nochmal Ladebildschirm. Am Ende von dieser Brücke. Und dann ist man... Das Rote da hinten könnte da vielleicht ein Gebäude sein, oder? Vielleicht eine Kirche oder eine Scheune oder sowas. Müssen wir denn hier wirklich hin? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hast du mein Gewehr repariert? Wo müssen wir denn hin? Aber wir müssen doch dieses Gebiet verlassen, oder? Also ich kann mich ja erstmal ein bisschen umschauen. Wenn es jemand weiß, dass ich auf gar keinen Fall da hinten rausgehen sollte, wäre es schön, wenn er mir, sag mal, das vielleicht mal so in einer halben Stunde sagt oder so, bevor ich hier den ganzen Abend an einer Quest sitze und gar nicht hier hätte hingehen dürfen. Und dann treten wir ja auf der Stelle und kommen gar nicht weiter. Aber das ist uns doch mal ein Foto wert hier. Das ist kein Haus, ne? Das ist ein ungestürzter Zug oder so, ne? Hier ist doch nichts. Das ist ein entgleister Zug. Das ist kein Haus. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich meine, es heißt trostloses Marschland. Was habe ich erwartet? Hütten? Wird langsam schneller, der Hund, ne? Der Wolf, ne? Okay, hier soll ich verschlafen. Kommt der denn hier rein? Das war jetzt im Spiel, das tiefe Durchatmen. Das hätte aber auch von mir kommen können. Okay, Feuertonne. Die machen wir erstmal an. Erstmal packen wir die Waffe weg. Z
Zedernholz, Rohkolben, Zeitungspapier, Rohkolben. Feuer machen. Bisschen was zu essen haben wir ja. Ob das denn für die Nacht reicht, ist auch die Frage halt, ne? Heino, Nico, guten Abend. Und ach komm, Welt neu wie am Bremer und der Wolf wird zu Hündchen. Oh. Why didn't that work? Ich nehme keinen Brandbeschleuniger. Es muss auch von alleine funktionieren. Es muss auch mal so gehen. Aber ganz ehrlich, was hatte er mir denn noch gesagt? Er sagte, im Dialog sagte er mir, ich sollte sowas wie eine Werkbank finden oder sowas. Nun, eine Werkbank gibt es ja in dem Haus am See, wo ich eben einmal ganz kurz rein war. Weißt du, wo die Wölfe immer von der Terrasse wieder runterspringen. Aber da war ja nicht das Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen war ja unten bei dem Tunnel. Und jetzt auf dieser Seite dieser Map ist es auch. Allerdings auch wieder auf der Seite vom Tunnel. Im Tunnel wird es ja aber wohl nicht sein, dass ich irgendwas tun muss. Deshalb bin ich da gerade so ein bisschen überfragt. Er hat da auch gesagt, dass man lange laufen muss. Hat er das? Ich weiß es nicht. Moment. Ich habe mich nicht noch mal... Ach, das habe ich schon gegangen. Ah, okay. Das ist verwirrend, weil auf der Map kommst du von rechts und läufst nach links. Ich komme von da. Woran kann ich das denn sehen? Warte mal, Wilderer Lara. Ich muss da einmal durch. Wow. Krass. Okay. Ja, danke. Das ist hilfreich. Da wäre ich jetzt immer nicht drauf gekommen, muss ich sagen. Jetzt wird es aber windig draußen. Ne? Ich würde sagen, die zerlegen wir, die Jeans. Ein Wälderer Lager, genau. Das ist jetzt ein Wälderer Lager. So, wo sind wir denn? Was haben wir gefunden? 62%, 0303. Also besser als der wird's nicht. Und ich glaube mir auch nicht, dass der besser ist als der. Aktionen zerlegen. Night is coming. The night is coming, the night is coming. Ah ne, the train is coming. Also. Ah, ein Abendrot. Hübsch ist es ja und gefährlich. Ja, Stöcker können wir auch nächsten Tag einsammeln. Gibt dieser Zucht denn noch mehr her? Nee, ne? Nee, da gibt irgendwie nicht noch mehr her. Das ist halt nur hier. Schade, hier haben wir jetzt nicht wirklich viel gefunden. Altholz haben wir hier noch. Das können wir mal mitnehmen. Ja, frisches Leder können wir auf dem Rückweg hier einsammeln. Was haben wir denn hier? Bitte noch was zu essen. Okay, dann essen wir mal was und dann schlafen wir einfach mal. Wir haben doch hier noch die Tomatensuppe, ne? Geöffnet, essen. Ist die schon wieder ausgekühlt? Gibt's doch gar nicht. Wie sieht's mit dem unseren Essen aus? Das sieht ganz gut aus. Trinken. Oh, bevor hier der ganz schlecht wird. Ne, 500 ist zu viel. 250. Ja, nehmen wir den hier. Alles klar, dann legen wir uns doch schlafen. Hätte ich mal einen Schlafsack, den wir mitnehmen brauchen, was? Wo habe ich den denn?
warte mal, rechte Maus, das ist nicht Space, ne? Jetzt haben wir ja Lagerfeueraktion. Lageraktion, Lageraktion, Schlafsack, hinpacken, Stunde 30, uns ist aber eh nicht kalt, dann schlafen wir doch jetzt mal die 9 Stunden am Stück.